Auch von meiner Seite herzlich willkommen zur heutigen Coffee Lecture. Wie meine Kollegin gerade gesagt hat, ist mein Name Ariane Retzer. Ich bin an der Universitätsbibliothek in Gießen unter anderem im Open Access Team tätig und möchte Ihnen heute gerne die Fördermöglichkeiten für Open Access Artikel an der JLU Gießen näher vorstellen. Bevor wir uns diesem Thema etwas näher widmen, möchte ich aber zunächst darauf eingehen, was Open Access eigentlich bedeutet und welche Wege es gibt, zu einer Open Access Publikation zu gelangen. Sie sehen hier einmal eine der wohl bekanntesten Definitionen zum Thema Open Access. Die stammt aus der Budapester Erklärung aus dem Jahr 2002 und in dieser Definition heißt es: Open Access meint, dass Literatur kostenfrei und öffentlich im Internet zugänglich sein sollte, sodass Interessierte die Volltexte lesen, herunterladen, kopieren, verteilen, drucken, in ihnen suchen, auf sie verweisen und sie auch sonst auf jede denkbare legale Weise benutzen können, ohne finanzielle, gesetzliche oder technische Barrieren. In allen Fragen des Wiederabdrucks und der Verteilung und in allen Fragen des Copyright überhaupt sollte die einzige Einschränkung darin bestehen, den jeweiligen Autorinnen und Autoren Kontrolle über ihre Arbeit zu belassen und deren Recht zu sichern, dass ihre Arbeit angemessen anerkannt und zitiert wird. Das ist also die Definition zum Thema Open Access aus der Budapester Erklärung und zusammenfassend lässt sich sagen, dass Open Access den freien und öffentlichen Zugang, insbesondere zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, meint. Es geht hier um die freie Nutzungsmöglichkeit von Publikationen und zwar ohne finanzielle, technische und rechtliche Barrieren. Und diese Nutzungsmöglichkeit schließt unter anderem auch die Bearbeitung, Verbreitung und Veröffentlichung der Publikation mit ein. Auf welchen Wegen gelangt man jetzt zum Ziel einer Open Access Publikation? Sie sehen hier einmal verschiedene Wege des Open Access Publizierens. Ich möchte gerne den Gold Open Access, den Hybrid Open Access und Green Open Access näher vorstellen. Gold Open Access bedeutet, dass es sich um eine Erstveröffentlichung eines Artikels in einer Gold Open Access Zeitschrift oder Fully OA Zeitschrift handelt. Das sind solche Zeitschriften, die alle ihre Beiträge im Volltext und verzögerungsfrei, kostenfrei zur Verfügung stellen. Und in der Regel ist es so, dass Verlage hierfür eine Artikelbearbeitungsgebühr erheben, auch Article Processing Charge oder APC abgekürzt genannt. Solche Publikationsgebühren fallen auch an, wenn Sie in einer Hybrid Open Access Zeitschrift publizieren. Solche hybriden Zeitschriften sind Zeitschriften, die grundsätzlich kostenpflichtig sind. Das heißt, die Inhalte befinden sich hinter einer Bezahlschranke und es ist so, dass dann Autorinnen und Autoren gegen Zahlung einer optionalen Gebühr einzelne Artikel im Open Access veröffentlichen können. Dieses Geschäftsmodell des Hybrid Open Access ist umstritten, weil es die Gefahr des Double Dipping birgt. Das heißt, die Einrichtung zahlt einmal dafür, dass ihre Angehörigen Zugang zu den Inhalten einer Zeitschrift erhalten und dann zahlt die Einrichtung auch nochmal für diese optionalen Gebühren, die es einzelnen Autorinnen und Autoren ermöglichen, ihren einzelnen Artikel im Open Access zu veröffentlichen. Der dritte Weg zur Open Access Publikation ist der sogenannte grüner Weg oder Green Open Access. Hierbei handelt es sich um eine Zweitveröffentlichung einer bereits bei einem Verlag bzw. in einer Zeitschrift erschienenen Publikation, die dann auf einem entweder institutionellen oder einem disziplinären Repositorium zweitveröffentlicht wird. An der JLU gibt es für alle drei Wege unterschiedliche Fördermöglichkeiten, die ich jetzt gern näher vorstellen möchte. Für Gold Open Access Artikel kann eine Förderung aus Mitteln des Publikationsfonds der JLU beantragt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich um eine Open Access Zeitschrift im Sinne des Goldenen Wegs handelt, also die bereits erwähnte Zeitschrift, deren Beiträge sämtlich und ohne Verzögerung entgeltfrei zugänglich sind. Diese Zeitschrift muss außerdem im jeweiligen Fach anerkannte strenge Qualitätssicherungsverfahren anwenden und eine weitere Voraussetzung für die Förderung ist, dass der Corresponding Author Mitglied oder Angehörige bzw. Angehöriger der JLU Gießen ist. Wie finden Sie nun heraus, ob es sich bei einer Zeitschrift, in der Sie planen zu publizieren,
um eine Gold Open Access Zeitschrift handelt oder um eine förderfähige Zeitschrift. Sie können hierfür einfach das sogenannte Directory of Open Access Journals nutzen. Das ist ein Verzeichnis, das also solche Gold Open Access Zeitschriften auflistet. Welche Förderung oder in welcher Höhe kann man eine Förderung aus Mitteln des Publikationsfonds beantragen? Hier unterscheiden wir zwei Statusgruppen. Bei der Statusgruppe WissenschaftlerInnen übernimmt der Open Access Publikationsfonds 50% der Kosten bis maximal 1.000 Euro inklusive der Mehrwertsteuer in Höhe von 19%. Dann unterscheiden wir noch eine zweite Statusgruppe, die Nachwuchswissenschaftler. Nachwuchswissenschaftler oder Nachwuchswissenschaftlerinnen sind Personen, die derzeit promovieren oder deren Promotion maximal 5 Jahre zurückliegt. In diesen Fällen übernimmt der Open Access Publikationsfonds 75% der Kosten bis maximal 1.500 Euro inklusive der 19% Mehrwertsteuer. Voraussetzung für diese höhere Förderung ist auch hier, dass der Nachwuchswissenschaftler bzw. die Nachwuchswissenschaftlerin als Corresponding Author fungieren. Wie können Sie nun eine solche Förderung aus Mitteln des Fonds beantragen? Hier unterscheiden wir zwei Fälle. Entweder die JLU bzw. die UB hat bereits mit Verlagen Vereinbarungen getroffen, die eine zentrale Abrechnung über die Universitätsbibliothek regeln. Oder aber solche Vereinbarungen liegen noch nicht vor. In diesem ersten Fall, Fall 1, ist es also so, dass wenn keine Vereinbarungen vorliegen, Sie als Autorin oder Autor vom Verlag in der Regel die Rechnung über die Artikelbearbeitungsgebühr erhalten. Sie können dann diese Rechnung an das Open Access Team senden und müssten in Ihrem formlosen Antrag außerdem noch eine Kostenstelle oder Projektnummer nennen, die mit dem Eigenanteil belastet werden kann. Nachgewiesen werden muss außerdem die Zugehörigkeit zur JLU. Idealerweise geben Sie hier Namen und JLU-Kontaktdaten im formlosen Antrag an, anhand derer wir dann Ihre Zugehörigkeit noch einmal prüfen können. Sofern das nicht schon auf der Rechnung erscheint, wäre es außerdem wichtig, dass Sie uns auch den Titel des Artikels nennen und den Namen der Zeitschrift. Den Namen der Zeitschrift benötigen wir insbesondere dafür, um zu prüfen, ob es sich um eine förderfähige Zeitschrift handelt. Und gegebenenfalls müssten Sie uns auch nochmal mitteilen, ob Sie zur Statusgruppe der Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler gehören. Für den Fall, dass wir eine Vereinbarung mit einem Verlag zur zentralen Rechnungsstellung an die UB abgeschlossen haben, das ist also Fall 2. In diesem Fall würden Sie also selbst keine Rechnung bekommen, sondern die Rechnung geht direkt an die Universitätsbibliothek. Wir werden vom Verlag über Publikationen von JLU-Angehörigen informiert, prüfen dann die Zugehörigkeit zur JLU und bestätigen gegenüber dem Verlag die korrekte Zuordnung des Artikels zur JLU. In einem zweiten Schritt würden wir dann als OA-Team mit Ihnen Kontakt aufnehmen und nach einer Kostenstelle und Projektnummer fragen, die ebenfalls mit dem Eigenanteil belastet werden kann. Und wir erfragen dann auch nochmal die Zugehörigkeit zur Statusgruppe. Wir haben an der JLU aber nicht nur Vereinbarungen mit Verlagen getroffen, die zentrale Abrechnung regeln, sondern auch zum Teil vergünstigte Konditionen beinhalten. Das heißt Rabatte oder sogar für Sie kostenfreie Publikationsmöglichkeiten. Rabatte erhalten Sie beispielsweise bei den Verlagen Frontiers, MDPI, Springer Nature, Wiley oder Sage. Und bei den Verlagen Cambridge und IOP wäre es beispielsweise für Sie sogar möglich, kostenfrei im Gold Open Access zu publizieren. Wir empfehlen Ihnen vorab immer, sich idealerweise schon vor der Einreichung auf unseren Open Access Seiten darüber zu informieren, bei welchen Verlagen welche Bedingungen gelten. Das heißt, hier finden Sie Hinweise darauf, ob es eine zentrale Rechnungsstellung gibt und ob es beispielsweise Rabattierungen gibt, für welche Zeitschriften, für welche Artikeltypen beispielsweise gesonderte oder vergünstigte Konditionen gelten. Wenn Sie hier vorab Fragen haben, können Sie sich gerne auch jederzeit an das Open Access Team der UB wenden. Beim Hybrid Open Access ist es so, dass Publikationsgebühren für Artikel, die im Hybrid Open Access erscheinen und einzeln in Rechnung gestellt werden, nicht aus Mitteln des Publikationsfonds gefördert werden können, eben vor dem Hintergrund dieses aus unserer Sicht
kritisch einzustufenden Geschäftsmodells, dass die Gefahr des Double Dipping birgt. Wir haben aber inzwischen mit ausgewählten Verlagen sogenannte Publish-and-Read-Verträge abgeschlossen und die ermöglichen es dann, JLU-Corresponding-Offers häufig in hybriden Zeitschriften ohne zusätzliche Kosten zu publizieren. Ein Publish-and-Read-Vertrag ist ein Vertrag, der einerseits den Angehörigen der JLU ermöglicht, auf die Inhalte von Zeitschriften zuzugreifen, das heißt den lesenden Zugriff gewährleistet und außerdem diese Publikationskomponente enthält, das heißt die Publikationsmöglichkeit in hybriden Zeitschriften umfasst. Auch hier haben wir auf unseren Open Access Informationsseiten ausführliche Informationen, bei welchen Verlagen solche Verträge gelten und unter welchen Bedingungen sie dann hier entsprechend publizieren können. Und auch hier empfehlen wir dann bereits vor der Einreichung sich schon zu informieren oder aber auch gern das Open Access Team der UB zu kontaktieren, wenn es Fragen gibt. Auch der Green Open Access wird an der JLU gefördert. Sie haben also auf oder über die Publikationsplattform JLU Pub die Möglichkeit, als JLU-Autorin, JLU-Autor ihren Artikel 2 zu veröffentlichen. Hier gelten immer, und das muss jeweils berücksichtigt werden, bei einzelnen Verlagen verschiedene Open Access Policies. Das heißt, der Verlag legt fest, in welcher Form, zu welchem Zeitpunkt eine solche Zweitveröffentlichung möglich ist oder nicht. Das heißt, Sie können sich schon auf den Verlagsseiten informieren oder Sie nutzen die Seite Sherpa Romeo, die hier auch verlinkt ist. Das ist ein Verzeichnis, das also die verschiedenen Open Access Policies einzelner Verlage und Journals aufführt. Und auch hier gilt, dass Sie sich bei Fragen gern an das Open Access Team oder auch an das JLU Pub Team wenden können. Zum Schluss möchte ich gern noch etwas näher auf das Thema Predatory Journals oder Predatory Publishing eingehen. Bei diesen Predatory Verlagen handelt es sich um sogenannte auch im Deutschen Raubverlage. Die geben Zeitschriften heraus, die Forschende mit aggressiver Werbung und professionellem Auftreten zur Veröffentlichung von Beiträgen gegen Zahlung einer Publikationsgebühr auffordern, die aber im Gegensatz zu seriösen wissenschaftlichen Zeitschriften keinerlei oder völlig unzureichende Maßnahmen der Qualitätssicherung organisieren. Wie können Sie herausfinden, ob es sich um eine seriöse Zeitschrift handelt? Eine Hilfestellung bietet hier die Checkliste der Initiative Think Check Submit und die enthält Prüfkriterien, mit deren Hilfe Sie die Seriosität und Vertrauenswürdigkeit einer Zeitschrift beurteilen können. Diese Checklist enthält verschiedene Fragen, die Sie dann beantworten und Sie sollten Ihren Artikel jeweils nur dann einreichen, wenn Sie die meisten oder alle Fragen dieser Checkliste mit Ja beantworten können. Welche Fragen sollten Sie sich stellen, wenn es darum geht, herauszufinden, ob die Zeitschrift, in der Sie eine Publikation planen, eine seriöse Zeitschrift ist? Sie sehen hier einmal eine Auswahl an Fragen aus der erwähnten Checkliste. Sie sollten natürlich idealerweise selbst die Zeitschrift kennen oder Ihre Kolleginnen und Kollegen fragen, ob die diese Zeitschrift kennen. Wichtig wäre auch zu prüfen, ob Sie den Verlag einfach identifizieren und kontaktieren können. Das heißt, wird der Verlagsname deutlich auf der Homepage der Zeitschrift angegeben? Können Sie den Verlag per Telefon, E-Mail oder Post kontaktieren? Wie sieht die E-Mail-Adresse aus? Ist das jetzt zum Beispiel eine einfache Google-Mail oder Yahoo-Adresse? Das wäre schon zum Beispiel ein Indiz dafür, ein Indiz dafür, dass es sich um eher ein unseriöses Angebot handelt. Macht die Zeitschrift insbesondere, das ist auch sehr wichtig, klare Angaben zu Ihrem Peer-Review-Verfahren. Und Sie sollten auch prüfen, ob Artikel, die in dieser Zeitschrift in der Vergangenheit veröffentlicht wurden, in Datenbanken indiziert werden, die Sie selber nutzen. Transparent sollte auch gemacht werden, wofür Zahlungen anfallen und wann beispielsweise eine Rechnung gestellt wird. Und wichtig ist natürlich auch die Frage, ob Sie von Mitgliedern des Editorial Boards schon einmal gehört haben. Prüfen sollte man gegebenenfalls auch, ob die Mitglieder des Boards, die dort angegeben werden bei der Zeitschrift, die Tätigkeit für diese Zeitschrift auch auf ihren eigenen Webseiten angeben, weil es zum Teil so ist, dass also die Personen einfach als Mitglieder des Editorial Boards genannt werden und sie es dann aber faktisch gar nicht sind.
Und prüfen sollte man auch immer, ob der Verlag Mitglied einer anerkannten Initiative ist. Sie können beispielsweise im Bereich Open Access das schon erwähnte Directory of Open Access Journals nutzen und schauen, ob die Zeitschrift, in der Sie publizieren möchten, hier gelistet ist. Und wenn dies der Fall ist, dann können Sie auch davon ausgehen, dass es sich um eine seriöse Zeitschrift handelt. Auch hier gilt, wenn Sie Fragen haben, unsicher sind, können Sie gern das Open Access Team der UB kontaktieren. Wir schauen dann gern auch nochmal mit Ihnen gemeinsam auf die Zeitschrift. Wir sind erreichbar per E-Mail oder aber auch gern telefonisch. Und damit möchte ich auch gerne schließen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und stehe jetzt noch gern für Fragen zur Verfügung.